ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist das Teil 2 von dem, ich zeige euch meine Bastelsachen, das Stempelvideo. Habe ich ja gesagt gehabt, dass ich da 2 Videos draus mache, und das ist jetzt halt Teil 2. Und wer wissen will, was hier noch alles kommt an Stempeln, der bleibt jetzt einfach dran. Nach dem Intro geht's dann weiter. Und zwar, die sind alle noch so ziemlich in Originalverpackung drin. Es ist auch noch eine ganze Menge hier, was hier rumliegt. Und ja, ein paar sind noch so in Folie oder in so Taschen hier drin, die dann hier in meiner Kiste rumfliegen. Das wäre einmal der hier. Das ist auch so total süß. Für Karten total toll. Und dieses raschelnde Geräusch ist dann jetzt, ich habe den Körbchen hier hingestellt, wo ich die reinpacke, und dann sortiere ich das alles wieder in meine Kiste ein. So, dann diesen Stempel. Ich nehme euch mal ein Stück höher. So, das müsste passen. So, und zwar dieses Set. Nicht im Bild, ja. So ist gut. Das ist überwiegend halt alles Action. Oder halt, dann steht die andere Marke dann mit bei. Genau, denke ich mal. Ansonsten, wenn ich das jetzt schon in so einer Tasche oder einfach nur in einer Folientüte habe, dann kann ich euch nicht sagen, wer das ist. Von wo das ist, kein Plan. Wie gesagt, ich bastel schon ein paar Jahre mit Stempeln. Jetzt noch nicht so lange, aber es hat sich trotzdem schon so einiges angesammelt. Und man hat auch mal was geschenkt bekommen. Man weiß dann auch nicht, wo derjenige das her hat. Genau. So, also das ist einmal das hier, das finde ich total schön. Das ist noch nicht benutzt. Ich sage auch gleich dazu, ob ich schon benutzt habe oder nicht. Dieses ist noch original zu, das habe ich noch überhaupt gar nicht aufgehabt. Das ist noch nicht benutzt. Was ich sehr schade finde, und das wird demnächst auch definitiv zum Einsatz mitkommen. Und dieses habe ich schon benutzt. Die Früchte. Da ist auch noch eine Stanze zu. Und quasi jetzt, wo Stempelset und Stanze ist, die lasse ich sowieso meistens in den Originalverpackungen, weil dann habe ich das beieinander. In diesen Hüllen fliegt mir das alles hin und her. Und jedes Mal so ein Viertelchen Magnetplatte damit reinzumachen, damit die Stanze dann beim Stempelset ist. Ja, weiß nicht, man könnte es vielleicht auch noch auf die Magnetplatte und dann mit Washi-Tape welches Stempelset, aber das ist dann auch blöd, da sucht man sich dann auch dumm und dämlich. Also demzufolge lasse ich sowas dann halt auch gerne zusammen. Genau, das habe ich, glaube ich, auch noch nicht benutzt. Ich weiß es nicht genau. Dieses, das habe ich schon benutzt, zumindest den Luftballon. Dieses habe ich auch schon benutzt, die Drachen. Ich auch dann jeweils immer noch eine Stanze mit zu. Hier die Sonne und die Wolke. Dann hier die Sprüche. Die habe ich auch schon öfters benutzt. Make Today Amazing. Den finde ich ganz gut. Den habe ich schon öfters mal benutzt, diesen Spruch. Genau. Dann hier Thanks und so. Hier, das finde ich ganz schön als Hintergrundstempel. Habe ich noch nicht ausprobiert. Thanks habe ich schon gestempelt. Aber das ist ja halt nicht. Und Happy Birthday habe ich auch schon gestempelt gehabt von dem Set. Den hatte ich ganz zum Anfang, wo ich, also den habe ich schon gestempelt, den habe ich dann, wo ich anfing mit Kolorieren, mit Buntstiften, aber dieser Versuch ist dann weggeflogen, weil er mir nicht gefallen hat. Genau wie den hatte ich dann mit Filtern versucht auszumalen. Ja, da kann man dann verschieden stempeln, also einmal den Kaktus in den Topf oder halt die, was sind das, Narzissen, Osterglöckchen, na, diese Frühlingsblühe in den Topf stempeln. Das ist auch ein bisschen variabel, das finde ich gar nicht so schlecht, das ist schön. Denn hier die Federn, die hatte ich, doch, die habe ich auch schon gestempelt und auch ausgestanzt gehabt. Ich glaube, die ist die. Nämlich nicht, ja, genau, das müsste die sein. Dann Miezen. Die habe ich schon, wie man sieht, da ist die Stanze auch locker. Die habe ich auch schon gestanzt, zumindest in schwarz. War ich überhaupt richtig im Bild? Ich gucke hier an der Kamera vorbei. Ich hoffe es. So, Miezen. Dann hier die Cupcakes habe ich auch schon benutzt. Nur die Stanze noch nicht. Aber die Cupcakes, ich glaube, den
oder den. Einen davon. Jedenfalls, den habe ich auch schon öfters benutzt. Den mag ich auch sehr, diesen Stempel. Da hat Wolke und Vögelchen kann man damit ausstanzen. Also diese beiden. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon gemacht habe. Keine Ahnung. Ich jetzt nicht so genau sagen. Der ist noch unbenutzt. Der ist. Ach, hier steht's. Ich kann das selber lesen. Und der. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war mal so ein Bastelpaket, wo der mit drin war. Ich habe den jedenfalls nicht selber gekauft. Das weiß ich also. Diesen, der ist auch noch original. Die gehören zusammen. Ah, diese beiden. So Weihnachtsstempel hier. Da sieht man es auch, dass die beiden halt zusammengehören, ne? Genau. Das, und das, den hatte ich auch schon mal irgendwann mal gestempelt. Zumindest diese Hibiskusblüte. Ich glaube, deswegen habe ich mir dieses Stempelset auch gekauft, wegen der Hibiskusblüte. Dann hier den hier. Das weiß ich, die habe ich gekauft im September voriges Jahr. Und zwar in meinem Thüringen-Urlaub. Und da habe ich mich tierisch gefreut, dass dieser Action, wo ich da reingestiefelt bin, diese neuen Stempelsets hatten. Genau wie den hier. Ich glaube, das ist genau das eine Serie gewesen. Da habe ich den Briefkasten schon mal gestempelt, den Rest noch nicht. Die Schlüssel hatte ich ja auch schon mal alle ausprobiert. Ich möchte mal gucken, dass ich auch im Bild war. Ich gucke hier die ganze Zeit dran vorbei und das spiegelt hier ganz schön doll. Ja. So, dann habe ich hier oh, Marke sieht man. Die habe ich mir über Kleinanzeigen mal gekauft gehabt. Da hat jemand seine Sammlung aufgelöst. Konnte ich die relativ preiswert erwerben, weil also ja, manche Sachen ist in Ordnung, wenn jetzt so ein Angebot oder so ist. Ah, der für manche, für so ein paar Clear Stamps hier über 20 Euro, no way. Finde ich übertrieben. Zumal ich glaube, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Die Designs auch noch bei anderen Firmen gibt, aber ich bin mir nicht sicher oder zumindest so ähnlich. Ne? Und ja, genau wie dieses Schneidemesser, was die da mal hatten, oder die Stanzmaschine, die gibt es von anderen Firmen, entweder gleich oder so ähnlich und ja, legal. Ich denke, ihr wisst, was ich sagen will damit. So, denn das hier, das habe ich auch noch nicht benutzt. Den hier schon. Und zwar die Rose. Die Stamme gestempelt. Auch sehr schön. Aber mir fällt auch so auf, gerade wenn man so Sachen in die Kisten schmeißt, dass man glattweg vergisst, was man doch alles hat. Diese Ordner habe ich öfters mal in der Hand. Deswegen, also wenn ihr eine tolle Aufbewahrung habt, wo man auch sieht, was man da so für Stempel hat. Okay, da ist keiner drin. Und ihr mir die mal mitteilen könntet, wäre ich euch da sehr dankbar, dass ich immer ein besseres System reinbekomme, als wie die immer nur in diese Kiste, hier ist der Deckel von dieser Kiste, in diese Kiste zu schmeißen und dann mal durchzukramen und dann trotzdem nicht das zu finden, was man sucht. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt verstanden habt, aber genau. Der ist auch noch total niedlich. Das sind so die ich noch vor dem Lockdown ergattern konnte im Action. Dieses Jahr. Diese aber, es sind auch verschiedene, was ich denn feststellte, wo dann auf einmal solche denn noch auftauchten. Und diese, also das sind komplett verschiedene Serien irgendwie. Weil hier habe ich zwei und da habe ich zwei. Ja. Dann diesen hier. Von FCO. Einladung zur Hochzeit, zur Taufe, zur Ko Gott. Kommunion und Konfirmation. Genau. Ja. Dann diesen. Wo ist mein weißes Blatt? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Na, das hier sieht man es auch. So Bordüren Stempel sozusagen. Dann, also es ist auch sehr weihnachtslastig, wie man vielleicht merkt. Weil das waren so die letzten Einkäufe. Die habe ich auch noch gar nicht benutzt, glaube ich. Nee, ich glaube nicht.
und einfach nur in die Kiste reingeschmissen hatte, denn da auch gar keine Zeit so richtig hatte. Den hier von Folia. Den hier, den habe ich auch schon benutzt. Deswegen ist der auch verkehrt rum, sondern man sieht ihn nicht so richtig, glaube ich. Aber doch, man kann es erkennen. Sonst sind sie zu Blüten halt. Dann hier die Gnomis. Schneemänner mit der passenden Stanze. Die habe ich aber schon aufgestempelt, aber noch nicht koloriert. Mal wieder. Den hier. Den finde ich auch total schön. Den habe ich, den kommenden, den habe ich mal in der Wühlkiste gefunden bei, ich glaube, Teddy war es. Steht das hier irgendwo? Nö, steht nicht da, aber ich glaube, es war Teddy. Ja, den habe ich mitgenommen, den habe ich auch noch nicht benutzt. Ich habe den mitgenommen, weil die eine Katze im Körbchen hat. So süß. Dann hier nochmal Gnummis. Dann hier meine Gummistempel vom Action D. Wo ich dachte erst, boah, wie stempelt man die? Also die stempeln sich sehr gut. Obwohl ich sagen muss, hier bei dieser Mini-Libelle sehe ich das Ding schon davon fliegen. Wahrscheinlich werde ich es mit einer Pinzette machen. Anders geht es ja gar nicht. Ich habe dann auch das Talent, dass halt die Stempelfarbe irgendwo bei mir an den Klamotten klebt. Oder auf der Haut, anstatt dann am Papier bei diesem kleinen. Und der, wie man sieht, ist noch komplett zu. Den habe ich noch nicht benutzt. Und auch diese Gummistempel. Gewesen, es war auch kurz vor dem Lockdown halt. Hier fliegt noch was nur in dieser Hartfolie rum. Den und dieser. So, dann habe ich hier meine Ottilies. Ja. Der ich wenigstens noch in so eine Folie gepackt hier. Dieser hier, dieser riesige. Ich glaube, das war mal ein Set irgendwie. Da waren mehrere bei. Von. Boah, habe ich mir die selber bestellt gehabt oder habe ich die ersteigert gehabt? Wie gesagt, ich weiß das alles nicht mehr. So, und jetzt kommen die großen Sets hier auch vom Action, wo. Embossing-Folder und eine kleine Stanze und Blümchen halt drin sind. Die sind alle. Nee, das stimmt nicht. Ein Set habe ich schon benutzt. Davon sind auch noch weitestgehend unberührt gewesen. Das hier habe ich schon benutzt. Und zwar, wer mein Craft-Update gesehen hat mit den ganzen Karten. Die Karte ist schon weg. Die ist auf dem Weg zu jemandem, weil. Ja, da habe ich diese Ranken halt benutzt, um das dann so reinzumachen. Dann hier dieses. Das ist noch ein älteres. Da habe ich den Embossing-Folder schon mal benutzt. Der fliegt hier schon so drin rum. Oh, da muss ich nochmal aufmachen. Irgendwie ist der gerade nicht richtig da drin. Das geht dem ja mal noch kaputt. Den packe ich mal hier beiseite. Dann hier dieses. Das habe ich getauscht gehabt. Ich glaube über Facebook. Da fand jemand den nicht schön. Und ich habe gesagt, ey, komm, den würde ich gerne haben wollen. Und habe den dann getauscht gegen, ich glaube, eine Kreuzstanze. Oder hatte ich den Aufruf hier bei YouTube gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hatte sich denn da jemand gemeldet und wir haben das getauscht. Dann hier dieses. Habe ich leider auch noch nicht benutzt, weil so ähnlich hatte ich mir schon mal in einem anderen Action-Stempelset drin gehabt. Und ja, deswegen habe ich das auch noch nicht benutzt. Ich hatte mir das gekauft, habe ich wegen dem. Bin hier im Embossing-Folder. Dann habe ich hier einmal noch Vintage. Das werde ich mir gleich beiseite packen, weil ich ein Vintage-Bastelprojekt jetzt noch habe am Laufen. Dass ich das gleich beiseite habe. Na? Also, dann brauche ich es nicht wieder suchen. Dann hier Reisen. Das ist auch noch nicht benutzt. Das habe ich schon benutzt. Und vor allen Dingen finde ich hier den Spruch süß hier, ne? Mermaid Kiss Starfish Wishes. Voll niedlich. Hier ist der andere Vintage-Stempel. Den packe ich mir auch gleich noch raus. Dass ich das beieinander habe. So, dann habe ich hier. Das ist auch total schön. Für ein Fotoalbum oder so. Dann habe ich hier noch so ein großes Stempelset. Clear Stempelset. Da seht ihr von wem.
Das sieht dann halt so aus. Das ist halt nochmal ein Weihnachtsstempelset. Und dann das hier hatte ich mal in einer Tauschpost, wie auch immer, drin. Ich habe es immer noch nicht benutzt, aber ich denke mal, das wird dann auch nochmal kommen. Jetzt habe ich es wieder in den Händen gehabt, das heißt, dass ich es besitze. So, ihr Lieben, also ich habe beim Aufräumen noch ein paar Stempelsets gefunden. Die lagen in einer Kiste drin, weil ich letztens irgendwie ein Haul abgedreht hatte und das nur da reingepfeffert habe und auch mit einigen gebastelt hatte. Und ja, habe ich halt vergessen zu zeigen. Deswegen schneide ich dieses Video schnell zusammen. Ihr kriegt davon nichts mit. Bei mir sind schon ein paar Tage vergangen. So, als erstes waren dann noch, habe ich diese noch. Diese Süßen, die habe ich noch nicht einmal irgendwie eingeräumt gehabt. Die hier. Oder den. Das sind die einzelnen. Also die gehören zusammen beide. Den fand ich ganz knuffig. Und dann diesen. Dann habe ich hier eine Gorgeous. Die hatte ich mal in einer Tauschpost drin. Von der lieben Niki von Nikis Bastelstube. Der ist total süß. Und jetzt habe ich hinten mir erstmal durchgelesen, wie man die verwendet. Also man zieht die auch bloß von der Folie ab und zieht sie dann auf einen Acrylstempelblock. Also alles ziemlich einfach. So, dann habe ich diesen hier zum Osterdings da. So, dann hier weihnachtlich. Habe ich auch schon Karten mitgemacht, aber vor meiner YouTube-Zeit war das noch. Da kann man so richtig schöne, ja, hier Schnee. Ja. Schneekugeln. Schneekugeln mitgestalten, ja. Dann hier. Hab dann letzten Craft-Update gesehen. Da hatte ich auch schon eine Karte mitgemacht mit den Feen. Allerdings nur mit den Feen. Das andere war da noch nicht drauf. Hier meine Otter. Dann hier diesen Halloween. Das Halloween-Stempel-Set. So. Das kann man ganz gut sehen, denke ich. So, dann die Pilze hier, dann hier solche, die waren glaube ich mal in so einem Embossing-Folder-Teil mit bei, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hier die süßen, dieses süße Set hier, den Elefanten, dann das. Halloween Stempel. Dann hier so ein mit Bitte lächeln und Glückwunsch und vom ganzen Trupp und so. Und da ist auch noch die passende Stanze für den hier mit bei. Ja. Der war mal nicht ganz so preiswert. Das ist auch irgendeine Firma, ich weiß nicht mehr welche. Dann den hier. Und zu guter Letzt noch von den Clear Stamps. Diesen Bogen hier. Mit den Einhörnern. Sei immer du selbst. Außer du kannst ein Einhorn sein. Genau. So, und dann habe ich noch Holzstempel. Und zwar, die hatte ich euch letztens im Haul gezeigt. Die sind vom Action, gerade aktuell. Also wenn ihr Glück habt. Das ist total niedlich. Die will ich demnächst jetzt mal ausprobieren. So. Und ja, die ich gekriegt habe von den süßen Dingern, habe ich doppelt gekauft, um auch mal eins weiterzugeben, halt für eine Tauschpost oder so, Ü-Post, wie auch immer. Genau, das ist das. So, und dann habe ich diese hier noch. Das sind so Holzstempel, wo schon die passenden Stempelkissen mit dazu waren. Die habe ich mal, wie man sieht, bei Kick gekauft. Die mag ich auch ganz gerne. Die habe ich tatsächlich schon öfters benutzt. Man sieht es nicht, wenn man die echt gut sauber bekommt. Also die Schmetterlinge und die Luftballons habe ich schon benutzt, die kleine Kamera. Die finde ich ganz gut. Die habe ich mir damals mal mitgenommen. Und genau hier das gleiche Spiel. Hier habe ich die Blumen hier unten, die Muschel und den Schmetterling und die Vögelchen auch schon alle benutzt. Boah, das sieht man hier oben, die Eulchen oder der
das Preisschild drauf ist. Dann habe ich diese hier, das sind auch Holzstempel. Und damit mache ich dann immer die ganze, das ist von der Nunana mal gekauft. Davon mache ich dann immer hier gerne meine Handmade-Labels. Ja, da sind diese Viere drin. Ja, und das war der Nachtrag jetzt zu meinem Teil 2 meiner Stempel. Das waren jetzt auch alle meine Stempel. Es waren mit Sicherheit nicht die letzten, wie ihr mich wahrscheinlich kennt. Also wenn ich demnächst dann wieder irgendwo Stempel sehe, dann werde ich mir bestimmt auch wieder Stempel kaufen, wenn ich die noch nicht habe. Genau, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, über einen Daumen nach unten bin ich auch nicht traurig. Ein kostenloses Abo könnt ihr mir da lassen, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, bis dahin, bleibt schön gesund, ne? Passt auf euch auf. Tschüssi.